Das heißt, wir bekommen Instrumente. Klasse 7b. Wir sind vollzählig und komplett. Und neugierig, was jetzt passiert. Guten Abend, hallo. Ist auch eine Probebühne von uns. Morgen sind wir auf einer etwas anderen Probebühne. Und ich möchte euch vorstellen, den Ulrich Bussendorf. Grüß Gott, Renate, die Ulrike spielt genauso geil wie ich. Ach, das bin ich. Und auch uns im Orchester. Wir wollen ja in diesen zwei Stunden, zweimal zwei Vormittagen, ja ein kleines Orchester werden. Wir wollen ja zusammen spielen. Wir wollen auch vor Leuten unsere Musik aufführen. Was meint ihr, was ist das Wichtigste, damit man zusammen musizieren kann? Wer hat eine Idee? Man sollte einen Rhythmus haben. Super, auf Anhieb. Wir müssen einen gemeinsamen Rhythmus finden. Das wird unsere Aufgabe. Ja, wie heißt der Name? Patricia. Patricia, jetzt überleg den Rhythmus dazu. Oh Gott. Gut, okay, überleg. Was empfindest du? Nein. Also du bist nicht geschafft, als ob du nicht zufrieden wärst. Wie hättest du es denn gern? So, alles, komm. Und. Was hat gefehlt? Rhythmus. Und wer gibt den Rhythmus? Dirigent. Dirigent. Das mache ich jetzt mal, das ist jetzt zu schwierig. Passt mal genau auf, ob ihr mit mir zusammen seid. Jetzt verändere ich das Tempo. Jetzt versucht mit mir mitzugehen. Ja, da kann man schon Musik machen, wir sehen. Also, für den Wagner war natürlich, ich würde sagen, das Wichtigste in der Oper ist das Meer. Das Meer. Weil permanent in der Oper ist dauernd das Meer im Hintergrund, das stürmisch braust oder verschiedene Stimmungen, der Wind wird viel besungen. Also, das Ganze spielt am Meer, ums Meer, es handelt vom Meer, die Geschichte vom Holländer ist eine Sagengestalt über einen Meeresbefahrer, einen Seefahrer. Meer, Holländer, Sender. Genau. Oder werden einfach Wogen sich brechen, dann machen die. Ja, du müsst nicht so laut wie ich. Wenn der Wind heult, da haben wir eine Maschine. Dreh mal da. Kannst du erstmal so einen heulenden Wind nachmachen? Und probier mal aus, wie das klingt. Versuchen mal, wie das vorstellt, wenn so ein Sturm heult. Was macht das Meer? Mama, probier mal. Du könntest mal das machen. Oder? Ja, jetzt machen wir mal ihr drei. Und in der Musik kommt, dann brauche ich zwei Leute, die eine Brückenmusik machen, damit wir wissen, jetzt ist geht das Meer in den Hintergrund, jetzt kommt der Holländer. Wer hat Lust bei dieser Rhythmusik? Ihr beide. Gut. Da gibt es grüne Punkte mit H, grüne Punkte mit V und grüne Punkte mit blaue Punkte mit S. Jetzt ist ganz wichtig, selber euch gegenseitig hören. Keiner verdrängt den anderen. Wir sind eine Mannschaft. Ja? Haben Sie gesungen, Leute? Ja, ja. Da, 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 da. Auf das wieder. Ja. Und damit wir den Rhythmus spüren, habe ich mir einen Text überlegt. Wenn der Sturm so kommt, man schaut in die Szene und plötzlich taucht hinten ein Schiff auf. Dann sagt man, jetzt kommt der Zaubermann, der Zaubermann. Können wir das mal im Rhythmus zusammen sprechen? Ihr müsst in jedem Schlag, müsst ihr nämlich drei kleine Stege unterbringen. Jetzt kommt der Zaubermann. Drei. Jetzt kommt der Zaubermann. Normal, ja, wir werden besser. Wir werden Weltmeister. Normal. Eins, zwei.
Jetzt geht's weiter. Ja, rot und grün. Und wir fangen mit rot an. Jetzt kommt der Zaubermann. Der Zaubermann. Langsam, probiert. Eins, zwei. Jetzt kommt der Zaubermann. Der Zaubermann. Sehr gut. Kommt der Zaubermann. Der Zaubermann, Mann, Mann, Mann. Und jetzt habe ich hier Wellen geschrieben. Die Xylophone spielen eine Tonleiter nach oben und wieder nach unten. Zusammen anfangen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,